Ich gar keine Musik angehabt. Ich hätte es gedacht, aber naja, gut. Kann man ja ändern. Ach stimmt, mit diesen ganzen Richtlinien könnte ich auch ein bisschen experimentieren. Aber erst mal gucken, in welche Richtung sich da Verkehr entwickelt hat gestern. Seit ich eingepennt bin. Ich wollte ja so ein paar Buslinien mal installieren, aber irgendwie lief das jetzt nicht in die Richtung, in die ich das wollte. Eigentlich so das Gefühl, dass die Busse eher den Verkehr verstopfen, als dass sie ihn flüssiger machen. Aber mal nein, gucken, ob sich das mittlerweile ein bisschen eingepegelt hat jetzt. Ah, okay, wir haben einen Haufen Tote. Na gut, dann müssen wir halt da mal schauen, wie wir das irgendwie in den Griff kriegen. Was ist denn das hier? Polizei? Ist das Kriminalitätsproblem oder was? Oh, 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 oh. Nein. Wie muss ich denn das jetzt drehen, dass ich meine richtige Überblick habe? Hier, so, ja. So. Aber hatte ich jetzt nicht Krematorien gebaut? Müssten die denn so langsam? Ich weiß aber gar nicht mehr, wo ich sie hingebaut habe. Ah, ja. Gesundheitssystem. Stattungswesen. Okay, zwei Friedhöfe und ein Krematorium, so wie ich das sehe. Ach du Scheiße, der ist auch schon voll. Und wo war denn jetzt das Krematorium? War das hier? Verstorbene aufbewahrt, 10 von 105. Die arbeiten einfach zu langsam. Okay, und Polizei müssen wir dringendst was machen. Was ist denn hier oben an Kriminalität so krass? Hier sind ein paar Kraftwerke und ein bisschen Industrie. Da bauen wir die Cops mal so. Was haben wir denn hier Schönes? Polizeihauptquartier. Ha. Kostet mich 1600 die Woche. Ach du Scheiße. Aber ich würde die gleich mal so platzieren, dass die einerseits hier hoch können und einerseits hier rüber. Also hier so. So. Müssten die das ja eigentlich schaffen. So, wie sieht denn das jetzt verkehrstechnisch aus hier? Ja, das ist. Oh, hier sieht es schlimm aus. Ach, durch die Müllhalde ist die jetzt mittlerweile mal leer. Die wollte ich ja loskriegen hier unten. Wo liegt denn hier das Problem? Warum geht es denn hier nicht weiter? Ist hier eine Haltestelle direkt? Habe ich hier von den Roten eine Haltestelle hingebaut? Ach du Scheiße. Wie dumm ist das denn? Warte, warte, warte. Verschiebt den Punkt einfach mal. Oh, Leute, ich will doch nur den einen scheiß Punkt hier verschieben. Ich will kein Gebäude bauen.
Den roten Punkt will ich nach. Nicht den grünen, den roten. Obwohl, kann ich eigentlich beide machen. Oh, da fährt der rote gleich da rum. Naja. Ist doch auch was Schönes. Ja, lösen sich schon die Häuser auf. Da muss ich jetzt mal ein bisschen beobachten. Einerseits scheinen mir das zu viele Busse zu sein, aber wenn ich dann gucke, was hier in der Bushaltestelle losgeht. Aber die scheinen alle eher auf den roten zu warten und nicht auf den grünen. Was hat denn der grüne? Fährt der nur die zwei Punkte ab? Haltestellen 6. An der Haltestelle ist gar nichts los. Ja, das ist die. Wenn ich da bei den Grünen. Die Haltestelle einfach rausschmeiße. Hat das jetzt so geklappt? Fährt denn der Grüne da jetzt weiter? Ach, der fährt dann darüber. Okay, cool. Sieht das doch gut aus. Fährt der Grüne dann hier das alles ab? Könnte ich dem Grünen vielleicht hier drüben sogar noch eine Haltestelle zuweisen? Dass der hier die ganzen Siedlungen beliefert. Machen wir mal so. Hier drüben geht ja noch keine Buslinie lang. Ist der rote fährt da im Kreis? Der blaue fährt fast die gleiche Strecke, bloß in die andere Richtung. Und der grüne fährt hier das Ding ab. Okay. Warte mal, wenn ich die Station vom Grünen vielleicht hier beim Stadion mit reinbaue. Da hätten wir immer Publikumsverkehr am Stadion. So. Aber die Haltestelle scheint jetzt irgendwie nicht wirklich. Aha. Okay, jetzt geht's dort los. Jetzt sammeln sie sich dort. Eigentlich sollten die Busse ja die Leute hinfahren zum Stadion und nicht umgekehrt. Alter, finde, jetzt geht's hier los. Okay, das ist cool.
Ist ganz anderes. Ach, das hab ich mal wieder ausgekramt. Hab mir jetzt auch ein paar DLCs gegönnt auf einer Seite, wo es da mal so ein bisschen ein paar Schnäppchen gab. Weil ich hatte vor Urzeiten, hatte ich das schon mal gespielt, aber da hatte ich bloß die. Moin. Da hatte ich bloß die Standardversion. Da bin ich relativ schnell auch an Grenzen gestoßen. Und dann wurde mir dann halt so empfohlen, zum Beispiel sowas wie Mass Transit, also Massenverkehr und grüne Stadt und sowas, dass das alles so Sachen sind, die man besser haben sollte. Und da habe ich mir die halt mal geholt. Ich bin halt momentan so ein bisschen am Optimieren von den Buslinien. Ich weiß nicht, ob ich zu viel reingebaut habe, weil ich habe ja drei Linien drin, drei Buslinien, und die von der Auslastung komplett aufs Maximum hochgedreht. Aber ich meine, man sieht ja, gut, hier oben, hier stauen sie sich die Busse. Das ist ein bisschen scheiße. Da, bloß andererseits, wenn ich die dann wieder reduziere, dann ist wieder zu viel Verkehr auf den Straßen. Ach, dann habe ich noch die Erweiterung Campus. Da ist das jetzt hier mein College-Stadion. Oh, lol, die haben schon drei Spiele gewonnen jetzt in Folge. Ja, nice. Ich weiß aber nicht, was das bringt. Ob das. Wenn hier, was weiß ich, zum Beispiel 5 Siege steht, ob man da irgendwie was Spezielles kriegt oder so, keine Ahnung. Also ich muss so langsam mal was gegen die ganzen Toten machen, die hier überall rumliegen. Jetzt muss ich erstmal fix gucken. Also der Friedhof war voll. Wo ist denn der zweite, der zu Bestattungswesen? Der zweite war hier unten. Wie weit ist denn der ausgelastet? Ach, da geht ja noch was. Du musst das Krematorium mal ordentlich durchheizen. Ja. Also wenn ich das ja alles sehe, bloß ich weiß nicht, wie ich die wegkriege. Entweder müsste ich noch ein Krematorium bauen. Hier ist doch noch Platz. Bauen wir hier gleich noch ein Krematorium, nein, wa? Das müsste das hier sein. Ne, Altersheim. Wir wollen die Alten nicht aufbewahren. Wir wollen sie verbrennen. Krematorium. Gönnen wir uns gleich mal. So. Okay. Gut, Altersheim wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Also ganz am Anfang habe ich hier oben einfach bloß angefangen. Weil hier einmal die Autobahn lang lief und hier den Autobahnanschluss, den wollte ich mir für spätere Sachen. Weil du musst ja am Anfang mit irgendwelchen kleinen Häusern und Straßen und so anfangen. Und alles nach und nach freischalten. Da hatte ich hier oben hier mal na, drei gleich nebeneinander. Also wenn, dann machen wir keine halben Sachen. Jedenfalls hier oben so ein bisschen angefangen, da ein kleines Kraftwerk, da ein Häusel, dort ein bisschen was. Ja, und dann habe ich halt nach unten erstmal expandiert. Und da war das hier lange Zeit so meine Industriezone. Das hier oben wurde zur Luxus-Wohnsiedlung. Gut, Luxus eben neben der Autobahn ist vielleicht auch nicht gerade so, aber jedenfalls hat sich das dann alles wieder komplett verschoben und verändert.